Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Tales of Grace SF. Wir befinden uns auf der Landstraße nach Ostland, denn wir machen das, was Kinder immer tun, wir laufen weg von zu Hause. Oder zumindest besuchen wir einen anderen Freund. Weil Hausarrest nicht schön ist. Aber gut, Hausarrest ist wirklich nicht schön, das kann ich verstehen. Ja, das kennen wir. Aber ich darf es nicht überspringen. Ah! Oder zumindest ansehen. Nee, Quatsch. Mit X überspringen. So, das wollte ich eigentlich gesagt haben. Egal. Aber so ist das eben. Die Erfahrungspunkte etc. nehme ich mit, wie immer. Kennt man jetzt auch nicht anders von mir. Ich meine mal ganz ehrlich. Kann nie schaden. Im besten Fall klappt es halt, dass ich meinen Titel verbessere. Ansonsten bin ich aber schlussendlich immer auf dem Weg in Richtung Ziel. Denn ja, wir können jetzt endlich über diese Brücke gehen. Das erleuchtet mich. Gute Güte. Also sie kann schon ziemlich viel Schaden anrichten, die gute Sophie. Doch ja. Muss man schon sagen. So, was ist das hier? 100 Gold. Wow. Also die magische Karte Nummer 1, die ich mir da hinten die ganze Zeit ergattert habe, kann man auch hier auf dem Weg holen immer noch. Das ist eigentlich kein Problem. Aber ich mache es meistens, sobald ich die Möglichkeit dazu habe, hole ich mir auch etwas. Und ja, das war die erste Möglichkeit, die schnellste Möglichkeit. Jetzt muss ich mir halt darum keine Sorgen mehr machen. Das finde ich halt im Großen und Ganzen auch nicht verkehrt. Level up! Wunderbar! Wenn nochmal irgendwann ein Boss kommen sollte, sollten wir jetzt kein Problem mit dem haben. Ja, in 5 Sekunden kriegt das nicht hin. Noch nicht. Noch nicht, aber irgendwann. Irgendwann. Egal, die Gegner respawnen hinter mir. Ich würde es ausnutzen meistens, normalerweise jedenfalls. Aber momentan nein. Nein. Was die Seelenkugeln angeht, kann ich übrigens sagen, die sind nur wichtig fürs Ende des Spiels. Und nicht mal dann für das Spiel, sondern einfach nur für die Grades, die man aus den Spielen kennt. Are you tired, Sophie? Also, würde ich mir da nicht so viele Sorgen drum machen. No. You're really strong for someone so quiet. If I'm strong, I can protect you. Wait, what? No, that's not how it works. I can't be protected by a girl. That's embarrassing. I want to protect you. Okay, how about this? We'll race to that house over there. Whoever wins gets to protect the other person. Deal? No one can outrun me. Ready? Go! Oder doch? You're really fast. I win. Now I'll protect you. Oh, I can't believe it. I was supposed to win. I'm supposed to protect you. Next time, I'm gonna win, no matter what. Okay. Ja, beschützt werden von einem Mädchen.
dürfte zumindest in seinem Alter wirklich als peinlich durchgehen. Im Normalfall sollte das eigentlich gar nicht mal so schlimm sein, aber hey, was soll's. Seltsam ist nun mal seltsam, genau. Aspel, is Sharia okay? She'll be okay. We can't take her with us because her illness might act up. Illness? She's been sick since birth, but everyone gets sick, right? Really? I don't remember ever being sick. Someday I'll stop being surprised by you, Sophie. But you sure are weird sometimes. Weird? What does that mean? It means you're weird, that's all. But in your case, it means I'll never get bored when I'm with you. Then you are weird too, Aspel. That just sounds weird coming from you. Herrlich. Hütte am Straßenrand. Ach, wie schön. So, hier drin sind bei mir nur 100 Gold. Ihr kriegt aber auch... Moment. Ich wollte warten, bis ich hier bin. Wo haben wir es denn? Das zeigt mir... Ne, zeigt mir hier gar nicht mehr. Handbuch zum Handanlegen. Im Englischen Manual. Das findet ihr hier umsonst. Konntet ihr aber auch schon vorher kaufen. So, ganz einfach. Mehr ist hier nicht. Oh hey! 100 Gold. Ich meine, für Kinder ist das theoretisch ein großes Taschengeld, wenn man so mal drüber nachdenkt. Ich meine, im Großen und Ganzen, wenn man das Abenteuer als Ganzes betrachtet, ist es wahrscheinlich nicht unbedingt so viel Geld, aber bis dahin... Das auf jeden Fall nicht verkehrt. Aua. Direkt in die Foto rein ausgewichen. Super. Super. Ausweich plus 5. Schön. Nice. Da unten sehen wir das Meer. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das heißt, wir sind kurz vorm Hafen. Ha. Dann geht's auf nach Verona. Der Hauptstadt. Das ist mal was anderes, ne? Wobei ich mich frage, wozu sollte er dahin wollen? Er hat eine eigene Grafschaft, die er theoretisch erben wird. Aber hey. Ich meine, Urlaub ist auch nicht schlecht. Oh, Schatzo. Wollen wir ja nicht vergessen, nicht wahr? 300 Gold. Was zum... Du bist eine Kuh, das sehe ich ein. Und du machst auch Mu und alles. Aber was bist du? Eine Windor-Kuh. Okay. Die mir mich gibt. Wie schön. Willst du mir das erklären? Das ist nur irgendeine alte Kuh. Sie ist eine echte Windor-Kuh. Der Stolz unseres Landes. Aha. Beweglich bleiben. Cows sure do make some really weird noises. Moo! Ow! Hey, take it easy, cow! Oh, you wanna play? Let's go! Gah! 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 Damn it! I lost! Was it fun? What? You asked the cow to play with you. Just don't tell anyone about this, alright? Okay. But why were your noises weirder than the cow's? No one asked you! Ach ja, die Skizze in diesem Spiel. Immer wieder zum Schmunzeln. Wobei ich mich in der Tat frage, wie hat er mit der gespielt? Also, was muss er gemacht haben da gerade? Ich habe keine Ahnung. Aber naja. Ist wirklich einfach, ich hätte gerne gewusst, was er da gemacht hat. Vielleicht aber auch nicht. Geklärt wird's wohl weniger. Leider. Ich meine, mehr ist hier nicht, außer vielleicht irgendwo ein Leuchtepunkt. Nicht so wirklich.
wie es aussieht zumindest. Gut, dann sind wir hier fertig. Das ist schön. Oder auch nicht, je nachdem, wie man es betrachtet. Wenn ihr noch länger wolltet, dass ich auf diesem Hügel rumrenne, dann vielleicht weniger. Aber ansonsten ist es eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Was hast du mir zu sagen, mein Freund? Ja, finde ich gut. Sollen die anderen die Arbeit machen? Nein, ich sollte sie wahrscheinlich vorlesen, aber... Ich gehe gern raus, um nach Kreas zu suchen. Ich kann es den alten Leuten verkaufen und mir selbst an Süßigkeiten kaufen. Das habe ich beim Suchen gefunden. Ihr könnt es haben, ich brauche es nicht. Reis! Wow. Reis, den er vom Boden aufgehoben hat. Yes! Das Seegras aus dem Grailsee ist in Barona eine Delikatesse. Die Leute hier kriegen gar nicht genug davon. Ich habe noch etwas übrig, wenn ihr welche kosten wollt. Getrockneter Seetang. Oh yeah. Oh yeah! Freaking Seetang. Und wie in jedem guten RPG können wir einfach die Schränke ausrollen. So gefällt mir das. So gefällt mir das auf jeden Fall. Jetzt kann man theoretisch ein bisschen Essen synthetisieren. Kernstaub mit namenloser Frucht ergibt eine Glühfrucht. Yeah. Namenloser Samen plus Giftnadel ergibt eine Giftfrucht. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ein Sandwich. Finde ich immer gut. Reisbällchen. Wunderbar. Reisbrei. Keine Ahnung. Das sah schon wieder so aus. Aber gut. Lachsreisbällchen. Ja. Yeah. Und Lachsreisbrei. Das sieht schon wieder irgendwie besser aus. Wenn man mich fragt. Armer Ritter. Pudding! Ja, so einfach kann man Pudding machen, ne? Einfach zu einer Schildkröte gehen und das machen lassen. Find ich gut. Haben wir sonst noch was, was ich momentan dualisieren? Ja. Dualisieren. Ich weiß nicht, irgendwie breche ich mir bei dem Wort einen ab, ich weiß auch nicht wieso. Egal, das ist der Anleger für die Fähre zwischen Barona und dem Hafen nach Barona. Ihr Kinder dürft vergünstigt reisen. Ich möchte an Bord gehen. Ja, yeah, wir legen hier kurz ab. Ich weiß nicht, ich habe mich schon beim allerersten Mal gefragt, was ist das für ein Typ, der dann einfach Kinder ohne Aufsicht mit aufs Boot nimmt? Dazu noch ein vergünstigter Preis? Ich weiß einfach nicht, das kommt komisch. Als sollte er das nicht machen, ne? Weil es Kinder sind. Stattdessen ist einfach, oh, ja, kommt mit. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf dieser kleinen Inselgruppe findet eine Cutscene statt, oder zumindest auf dem Weg dahin. Is this your first boat ride? I don't know, but I'm nervous. My heart is fluttery. It happened as soon as I saw the capital. I'm too excited to be nervous. You are? Yeah, I mean, wouldn't it be awesome for you and me to jump in a boat and sail around the world? You and me? Well, other people could come, like Hubert and Sharia and maybe even Richard. We'd have so much fun, you'd forget to be nervous. And then we could sail around and try to recover your memory. That sounds nice. Hey, we're almost to Barona.
Boy, are Hubert and Richard gonna be surprised to see us. Ja, trotz allem ist dort der Hafen auf der kleinen Inselgruppe, auch wenn man vorher eine kleine Cutscene hat. Ich hab also nicht gelogen. Aha, aha, aha. Oh Gott, so viel Zeug. Ha. Aber gut. Das gehört jetzt eher noch zum Hafen. Hier geht's aber dann direkt in die Hauptstadt rein. Und dann sind wir in Barona, der Hauptstadt von Windor. Barona oder Barona, wie ich es gerne sage, der Ursprung des Windes. Man, this city is huge. It's nothing like life back in Lont. Asbel? Sharia? What are you doing here? Sightseeing. I came here to see a doctor. Ganz alleine. I should have known you couldn't stay away, Asbel. So what are you doing here anyway? I'm looking for someone who might know Sophie, but I also might swing by the Knight Academy. Oh, and I'm definitely gonna visit Richard. He's the prince, Asbel. You can't just waltz into his castle and start yakking away. Sure I can. That's why he gave me this. A ring? Not just any ring. This ring proves I'm Richard's friend. Come on, follow me to the castle and I'll show you what this baby can do. Klingt, als hätten wir irgendwas anderes, eine Kartoffelkanone oder sowas. Nach dem Motto, yeah, und dann zeige ich dir, was ich mit meiner ultimativen Kartoffelkanone machen kann, aber nein. Übrigens, darf man nicht vergessen, dieses Ding da hinten, dieses große grüne Teil. Ja, das sieht man im Intro, beziehungsweise im... Nicht im Intro, im Startmenü, bevor man anfängt. Ja, wunderbar. Winter ist sowas von schön, das Wetter ist gut, es gibt so viel Natur zu bewundern. Ich komme aus Strata, aber die Reise hat sich auf alle Fälle gelohnt. Strata, hä? Wo auch immer das sein soll, liebe Frau, wo auch immer das sein soll. Seid ihr um den Prinzen zu sehen, soll das ein Witz sein? Ich bin in Barona zur Welt gekommen und aufgewachsen und habe seine Hoheit nie zu Gesicht bekommen, nicht einmal. Geht halt nicht so oft raus, der Gute. Ach du meine Güte, diese Kleidung sieht aus, als würde sie gleich auseinanderfallen. Ich habe das vor einer Weile gefunden. Vielleicht gefällt es euch Kindern, ja. Eine Feder. Okay. Was hat das mit meinen Klamotten zu tun? Und warum sagst du sowas? Ich meine nur. Duda. Wenn Kreas leuchtet, hängt seine Farbe von dem Elith ab, das er absolviert hat. Das zum Beispiel Windelf enthält leuchtendes Grün. Kreas kann nämlich nur eine Art von Elith-Energie auf einmal absorbieren. Apropos, ist noch etwas Frisches, voll mit Elith. Eine Tomate. Aha. Ich frag mich nur ab und zu... Ja, was... ist deren treibender Gedanke... dass sie wirklich hingehen und sagen, ja, hier Kinder, habt ihr eine Tomate. Wobei eine Tomate ist wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt, ne? Gesund und so. Durch den Glöckner. What a pretty ring! The stone is made of Kreas and you can really see the Elith shine. Don't you think it's beautiful, Sophie? Kreas. Elith. Aww, it's too big for me. Hey, quit messing with the ring. I'm only borrowing it from Richard, you know? What? It's Richard's ring? Can't have it. Well, maybe I don't want it. Yeah, right. You're always trying to take my stuff. But that's not even yours. It wouldn't fit your scrawny fingers anyway. What? Then you should give me one that does fit. Why me? Besides, you're too young for rings. I'll buy you one someday when you grow up. I remember that. Ja, das ist etwas, woran ich
keinen Zweifel besitze, dass ein junges Mädchen sich dann daran erinnern wird, jemanden, dass ihr ein Ring versprochen wurde. So, sagen wir es einfach so. Hier drin finden wir einen getrockneten Seetang. Warum auch immer der da drin ist. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Oder vielleicht will ich es wissen. Ich weiß es nicht. Egal, Leute. Wir sind in Barona angekommen. Es war ein langer Part, ein langer Weg, um hier überhaupt hinzukommen. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Tales of Graces F. Bis dahin würde ich immer sagen, auf Wiedersehen und Tschüss. Und man sieht sich in der Hauptstadt.